Und zwar ist es natürlich mal wieder Zeit, hier bei dem guten Torben vorbeizugucken. Und auf das Video bin ich tatsächlich schon sehr gespannt. Denn der Mann hat Fiverr ausprobiert, der Mann hat YouTube ausprobiert und er hat zum Beispiel auch ausprobiert, mit Werbung Geld zu verdienen. Und das passt uns natürlich ziemlich gut ins Konzept. Und deswegen Erstelle. schauen wir hier jetzt auf jeden Fall mal vorbei. Denn hier werden Methoden beworben wie 100, 200 oder sogar 500 Euro am Tag durch YouTube-Videos schauen. Und angeblich bekommt man für 1000 Aufrufe auf diesen Link und auf das Video dann 20 Dollar. Und da zeige ich euch auch mal, was in den 2 Monaten rumgekommen ist. Nämlich bei 180 Klicks. Okay, also anscheinend nicht mal Werbung in dem Sinne, sondern Affiliate-Marketing. Und das ist natürlich noch mal deutlich interessanter, weil das wird mir auch immer wieder irgendwo in den Kommentaren, vor allem auf TikTok, vorgeschlagen, dass ich das unbedingt mal testen soll. Und ich kam bisher eher weniger dazu, außer natürlich die Reflinks, die ich jetzt selber von irgendwelchen Projekten oder irgendwelchen Seiten, wie zum Beispiel bei Plutus habe. Aber das könnte echt interessant werden. Ich zeige dir heute in diesem Video, wie du bis zu 12.400 Euro pro Monat mit YouTube verdienen kannst. Verdiene 1.000 Euro pro Tag mit diesem absolut genialen und geheimen Trick. Allerdings solltest du schnell sein, bevor es zu spät ist. Wie ich anonym 1.317 Euro am Tag mit YouTube verdiene. Ob das alles wirklich stimmt und man echt Geld verdienen kann? Das Anonyme mit YouTube Geld verdienen ist auch sowas von safe. Dieser ganze Schnack von wegen, mach Kanäle, wo irgendwie Regenwaldgeräusche kommen und sowas. Und das ist auch alles sowas von übersättigt gefühlt. Also wenn man da nicht schon einen Account hat, der schon irgendwie auch ein paar Follower hat, ist, glaube ich, ganz schwierig, da noch wirklich was aus dem Nichts mit zu erreichen. Außer man hat vielleicht schon Reichweite. Dann, indem man von zu Hause aus Videos schaut oder einfach Musik hört, werdet ihr jetzt erfahren. Denn ich habe für euch die populärsten Geldverdienmethoden auf YouTube getestet und zeige euch die Ergebnisse. Ich würde sagen, doppelter Espresso, vielleicht ja bald sogar mit ein bisschen Blattgold drin für mich und ab dafür. Online-Geld verdienen liefert bei Google 44,4 Millionen Ergebnisse. Und die meisten Dinge, die hier auftauchen, kennen wir. Umfragen beantworten, einen Blog starten, Affiliate-Marketing oder auch Dropshipping. Und einiges davon haben wir auf dem Kanal ja bereits getestet. Viel spannender finde ich allerdings hinter mir die vorgeschlagenen YouTube-Videos. Denn hier werden Methoden beworben wie 100, 200 oder sogar 500 Euro am Tag durch YouTube-Videos schauen verdienen. Ich würde dann die dritte Option nehmen. 490 Euro am Tag ohne Startkapital, Geld verdienen im Schlaf und das sogar über 4 verschiedene Wege. 89 Euro durch Faulenzen. Chris, das wäre vielleicht was für dich. 2600 Euro monatlich mit einem Trick und 7 Euro PayPal-Guthaben in nur 10 Minuten. Wäre das jetzt das Darknet, wüssten wir ungefähr, was dahinter steckt. Das Ding ist, in der Regel funktionieren diese Dinge, die dort gezeigt oder beworben werden. Nur die Leute übertreiben immer maßlos mit ihren Thumbnails. Dann wird da so hingeschrieben, 720 Euro online verdienen. Das Thumbnail sieht so aus, als würde das quasi eine Stunde dauern. In Wirklichkeit hängt der da schon seit einem halben Jahr oder so. Und solche Tricks meine ich. Und man kann schon mit sehr vielem auch online Geld verdienen. Es ist nur meist nicht so lukrativ, wie es irgendwelche YouTube-Videos auf den ersten Blick einem, naja, vormachen wollen. Dazu muss man aber sagen, dass die Klicks überdurchschnittlich hoch sind. Die Titel sind meist mit so exakten Summen für diese banalen Tätigkeiten angegeben, die ja in der Theorie uns psychologisch dann eher glauben lassen sollen, dass die stimmen könnten. Die Thumbnails allerdings bestehen zum großen Teil aus Stock- oder plakativen Fotos, aus grellen Schriften, Farben, bunten Geldscheinen und so weiter. Und wenn man sie dann anklickt, dann sind da meistens reine Voice-Over hinter. Die du nutzen kannst, um Geld im Internet zu verdienen. Und manchmal sogar komplett computergenerierte Stimmen. Let me ask you this simple question. Did you make any money the last time you were listening to? Wir suchen jetzt die populärsten raus und testen das einfach mal. Ich bin ehrlich, Leute, mir brummt ein bisschen der Schädel und ich bereue das auch, die Videos nicht immer in Inkognito-Modus angesehen zu haben, denn meine komplette Startseite ist voll von irgendwelchen Zeichentrickfiguren, die mit Geldsäcken von links nach rechts laufen und irgendwelche Pflanzen, die Schuldig. Aus Münzen heraussprießen. Aber wir wissen jetzt, was hier propagiert wird. Methode 1 ist nämlich die, mit YouTube-Videos anschauen, Geld zu verdienen und das ist auch mit Abstand die populärste. Hier wird nicht funktionieren, da bin ich mir schon mal sehr, sehr sicher. Also kann man locker mit Geld verdienen, aber niemals mehr als 5 Euro pro Stunde. Wenn doch, dann testen wir das aber sowas von. Aber
Glaube ich absolut nicht. Hier muss allerdings unterschieden werden, denn obwohl im Titel immer das Gleiche steht, gibt es viele Videos, ich würde sogar sagen 90% der Videos, wo man in der Praxis eigentlich was ganz anderes macht, außer YouTube-Videos schauen. Man sucht nach viralen YouTube-Videos, stellt den Filter auf Creative Commons, sodass die nicht urheberrechtlich geschützt sind, kopiert dann den Link von dem Video, geht auf die Seite Adfly, wo man den Link dann sozusagen shorten kann, zusätzliche Werbung einfügt und angeblich bekommt man für 1000 Aufrufe auf diesen Link und auf das Video dann $20. Vom gleichen YouTuber gibt es das Video übrigens auch mit 200 € im Titel anstatt 100, wo einfach eine andere Seite benutzt wird, nämlich die Seite shrinkme.io. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das echt funktioniert, was meistens sehr kurz gehalten ist. Okay, ich korrigiere mich. Das könnte vielleicht schon eher was abwerfen. Ich dachte jetzt wirklich, dass du selbst aktiv Videos schaust, wie zum Beispiel, glaube ich, manchmal auch bei E-Besucher auftreten könnte und wie ich auch schon mal das bei einem Krypto-Projekt gesehen habe, wo man halt für Schauen von YouTube-Videos wirklich bezahlt wird. Aber hier lässt man ja andere die Videos schauen. Oder vielleicht, keine Ahnung, kaufen die sich auch Bots, die dann auf diese Links klicken. Und damit habe ich auf jeden Fall nicht so viel Erfahrung. Halten ist der Part, wo man das denn teilen soll, damit überhaupt Leute draufklicken. In anderen Videos wie dieses hier zum Beispiel, ist inhaltlich etwas komplett anderes gemeint. Hier wird eine Website wie zum Beispiel YouTubes angepriesen, eine Seite, wo ein 15% Affiliate hintersteckt. Also man kann sich die Intention des YouTubers schon vorstellen. Und im Endeffekt geht es hier gar nicht darum, dass du YouTube-Videos schaust, sondern direkt einfach selber die Werbung anklickst. Das heißt, du loggst dich ein und man sieht das hier auch in seinem eigenen Video, dass der Reiter YouTube-Videos ansehen gar nicht mehr da ist und klickst auf Werbung und wirst dann dafür bezahlt. Er wirbt ja hier mit 1 Euro alle 10 Minuten. Daran dachte ich schon mal eher. Und 1 Euro alle 10 Minuten, weiß ich nicht. Also wie gesagt, bei sowas würde es mich sehr überraschen, wenn man über 5 € pro Stunde kommt. Also wirklich sehr überraschend. Es würde mich eigentlich sogar schon überraschen, wenn man über 3 € kommt oder so. In der Realität bekommt man allerdings für eine 10-Sekunden-Ad, die man anschaut, 0, und jetzt passt auf, 0,0005 Cent. Eine andere Website ist Bugs Inside, funktioniert genauso. Wenn man einmal ins Netz guckt, sieht man, das ist kompletter Müll. Werden wir nicht ausprobieren, ist absoluter Scam. Die meiner Meinung nach vielversprechendste Ja, Scam ist es jetzt irgendwo aber auch nicht unbedingt. Vor allem, wenn man innerhalb von wenigen Minuten oder durch Googlen oder durch die Seite selbst schon herausfindet, dass man dort so viel verdient. Deswegen bei dem Begriff Scam wäre ich da echt vorsichtig. Es ist nur höllisch unlukrativ. Das steht definitiv fest. Aber ich denke schon, dass man das Geld dann auch wirklich bekommen würde. Und somit ist es kein Scam, aber trotzdem nicht gerade gut. Methode ist diese hier von einem englischen YouTuber, der hat auch 500.000 Abos auf seinem Kanal und dementsprechend auch auf das Video. Und hier benutzt er die Website admefast.com. Da habe ich mich schon angemeldet und bei der ist es so, dass man wirklich kurze Videos ansieht und dafür bekommt man dann auf der Website Coins. Diese Coins kann man eintauschen gegen eigenes Social Media Engagement, was man zum Beispiel für seine Socials natürlich nutzen kann. Also zumindest ein schlüssiges System. Was wir machen werden, ist allerdings, wir nehmen dieses Engagement, gehen auf die Seite PlayerUp, das ist ein Marktplatz, und versuchen das dort zu verkaufen. Und so sollen teilweise echt krasse Summen zustande kommen. Das ist schon eher ein interessantes Konzept. Also da bin ich wirklich gespannt. Die zweite Methode ist die, mit Fiverr Geld zu verdienen, und zwar mit Dienstleistungen. Wir haben einen Account erstellt, wir werden das ausprobieren und auch nicht shoutouten. Ein anderer YouTuber sagt, dass man nicht mal selber diese Dienstleistung ausführen muss, sondern dass das Ganze ja auch passieren kann, indem man im Endeffekt so eine Art, ich nenne es mal Service Dropshipping veranstaltet. Drop Servicing ist der Fachbegriff dafür und auch das habe ich schon selbst gemacht tatsächlich und auch schon vor, mal auszuprobieren in einem YouTube-Video, weil das kann gegebenenfalls klappen, wenngleich es da auch echt viele Dinge gibt, die man bedenken muss und das auch echt nach hinten losgehen kann. Also das eine Mal, wo ich das mal selbst gemacht habe und zwar nicht mal aus Videogründen oder weil ich mir damit jetzt irgendwie ein neues Business aufbauen wollte, sondern wirklich nur, weil ich keine Zeit mehr hatte, die Tätigkeit selber auszuführen und im Endeffekt musste ich trotzdem noch total viel nacharbeiten und es hat sich halt kaum gelohnt, ehrlich gesagt, aber es funktioniert grundlegend. Also da bin ich sehr gespannt und auch allgemein wissen wir alle, auf Fiverr kann man definitiv Geld verdienen. Also dazu habe ich ja nicht umsonst schon, glaube ich, 4, 5 Videos gemacht mittlerweile. Aber ich bin mal sehr gespannt, was er da anbietet und ich hoffe, es wird nicht einfach nur Bildbearbeitung oder so und er wundert sich dann, dass es einen Monat dauert, bis man überhaupt mal einen Auftrag bekommt. Weil natürlich ist der Markt da deutlich, deutlich umkämpfter als bei vielen anderen Sachen, die teilweise sogar deutlich einfacher sind. Sprich, man kauft es auf zum Beispiel Upwork günstig und dropshippt dann den Service zu Fiverr.
Bei mir war es sogar noch schlechter. Ich habe es eiskalt auf Fiverr verkauft und von jemandem machen lassen, auch über Fiverr. Habe ich selber mal Fiverr angeschrieben, ob das überhaupt gegen die Terms ist? Falls ja, werden wir es nicht ausprobieren. Mit der eigenen Dienstleistung probieren wir es auf jeden Fall. Methode 3 zahlt dir angeblich Geld dafür, dass du Musik hörst. In diesem Video soll das Ganze über die App namens Current funktionieren, die sozusagen Streams generiert, Werbung anzeigt, die man nicht skippen und auch nicht muten kann, haben wir schon ausprobiert, und dir dann sozusagen von den Einnahmen einen Split gibt. Hundertprozentig genau derselbe Schnack wie bei dieser Paid-Like-Seite oder was er da eben vorgestellt hatte. Kriegst du Geld für, aber richtig wenig. Hier wird die Website namens radioearn.com promoted, die dich dafür bezahlt, dass du im Endeffekt Radio hörst. Und in diesem Video hier läuft das Ganze über die Website namens Respondent, wo man jetzt eigentlich nicht... Wenn ich das schon wieder sehe, 45 Euro pro Stunde, wahrscheinlich. ...direkt die Musik anhört, sondern er sich auf einen Job bewirbt, zumindest zeigt er das in seinem Video, was unter anderem eben sein kann, dass du Tracks hörst und transkribierst und feedbackst. Mal gucken, ob es so einen Job überhaupt gibt. Wir probieren es. Und Methode 4 ist die eines YouTube Automation Kanals. Das Ganze nennt sich dann oft mit Entspannungs- oder Regenmusik Geld verdienen, ohne sein Gesicht zu zeigen, auf YouTube Geld verdienen oder auch auf YouTube Kohle machen, ohne eigene Videos zu besitzen. Hier zum Beispiel wird von $7,500 im Monat ausgegangen. Dieses Prinzip ist im Endeffekt das gleiche. Es werden Videos genommen, die urheberrechtlich nicht geschützt sind. Man macht dann einen eigenen Titel, andere Tags, anderes Thumbnail, lädt das Ganze hoch. Kleiner Spoiler an der Stelle, wir haben ja ein eigenes Projekt mit einem Automation-Kanal. Bei 7.500 Euro pro Monat musst du dann aber auch wenigstens 750.000 Klicks oder so machen? Also, nee, das macht nicht jeder mal von heute auf morgen. Und hier sieht man auch den Screenshot von seinem eigenen Channel und er hat den sogar schon mal erwähnt in einem seiner Videos. Also der hat theoretisch ein bisschen Reichweiten-Push bekommen und ja, das sieht definitiv nicht nach einer halben oder einer Million Klicks pro Monat aus. Und das war, wie gesagt, absolut mindestens. Eigentlich dürfte der CPM dort viel niedriger sein und somit bräuchte man wenigstens schon mal 5 Millionen Klicks pro Monat, um auf 7.500 Euro zu kommen oder sogar 10 Millionen. Mittlerweile sind über 2 Monaten, da laden wir fast täglich hoch. Das heißt, ich kann euch mal im Fazit zeigen, wie viel Geld man damit wirklich verdient. Perfekt, halbes Video-Fazit. Ey, ich bin echt richtig gespannt. 1, 2 Sachen davon habe ich nämlich so auf jeden Fall auch noch nicht ausprobiert. Okay, kommen wir zum Fazit. Das wird jetzt durchwachsen. Fangen wir an mit den URLs, die wir geshortet haben. Irgendwelche Videos, wir packen Werbung davor und cashen daran ab. Angefangen haben wir mit Adfly. Und wenn man da einmal ins Internet geht, sieht man, dass viele Leute sagen, es ist absoluter Scam. Das, was sich da im Hintergrund runterlädt, ist Malware, irgendwelche nervigen Pop-ups und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt niemals auf Social Media, in irgendwelchen Foren und so weiter teilen wollen, weil ich will ja nicht dafür verantwortlich sein, dass andere Leute irgendwie Malware auf ihren Rechner haben. Deshalb haben wir das erstmal wirklich nur innerhalb unserer Handys und unserer Laptops gemacht. Ich habe mich angemeldet, das ist super simpel, den Link weitergeschickt und dann musste man auch sofort Pop-ups bestätigen. Dann haben wir einen Kaufland-Gutschein für 500 Euro gewonnen, dann konnte man die Werbung überspringen und ist dann wirklich auch auf das Video gelandet. Insgesamt habe ich mit diesen 2 Ansichten $0,003 verdient. Bisschen lukrativer ist es, wenn man... Ist sogar nicht mal so schlecht für gerade meine 2 Ansichten. So, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass man eher Tausende hat, aber... dass dann da noch irgendwie die Gefahr besteht, dass man irgendwie sich irgendwelche komische Werbung angucken muss oder irgendwelche komischen Programme sich runterlädt. Zum Beispiel auf YouTube, denn es gibt einen Lifetime-Affiliate von 20%. Sprich, wenn ich jetzt dafür sorge, dass das 100 Leute machen, Malware verbreiten, dann kriege ich zumindest immer meinen Share davon. Bei Linkvertise haben wir das Ganze dann auch mal am Handy gemacht. Und da muss man tatsächlich, um auf das Video zu gelangen, erstmal 2 Apps runterladen. Nämlich CleanFox und Castle Clash, irgend so ein Game oder so. Und für diese 2 Ansichten habe ich $0,02 gekriegt. Aber ganz ehrlich, wer lädt bitte für ein Video, egal was dahinter ist, 2 Apps runter? Jetzt zu den Social Engagement Swaps. Und da haben wir uns ja viel von versprochen. Man kann hier wirklich Videos angucken. Nach einer Stunde klicken, 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 hatte ich 850 Punkte. 100 Instagram-Follower, die ich dann mit Punkten kaufe, kosten allerdings im Schnitt 2500 Punkte. Wir haben dann mal ein bisschen geguckt, okay, ist YouTube-Videos schauen da eigentlich die effektivste Methode? Und nein, ist es nicht. Man bekommt viel, viel mehr Punkte, wenn man zum Beispiel Instagram oder TikTok Leuten folgt. Haben wir ausprobiert, mit Instagram hat es nicht funktioniert, da wurde der Akt sofort gesperrt und dann sogar suspendiert, der Fake-Account natürlich. Ich sag ja, die Algorithmen sind heutzutage einfach zu gut. So, da kann man auch tatsächlich gar nicht so viel machen. Und bei TikTok gab es diese Sperre nicht.
Dadurch, dass der Mauszeiger ja immer an der genau gleichen Stelle ist und dort klickt, haben wir uns ein Skript runtergeladen, sodass das Ganze passiv gelaufen ist. Ergebnis, nach einer Stunde hatten wir 1133 Punkte, dafür haben wir auch wirklich nichts gemacht. Das heißt, wir brauchen ungefähr 2 Stunden für die 100 Instagram-Follower, die wir dann verkaufen können. Dann bin ich aber mal auf den Marktplatz gegangen und dort kosten 12.000 Instagram-Follower $24, was bei AdMeFast bedeutet, man muss 300.000 Punkte generieren. Bei unserer Methode geht das so in knapp 13 Tagen. Bei der herkömmlichen Methode, die in YouTube-Videos propagiert ist, dauert es genau 14 Tage. Und zwar, wenn du wirklich manuell durchgängig klickst und Videos anguckst. Denn das kann man auch schlecht faken, weil da ständig so ein kleiner Bot-Check kommt. Ich habe trotzdem mal bei Fiverr nachgefragt und selbst die Inder meinten, nee, da kann man nichts programmieren. Zumindest nicht auf die Schnelle. Naja, trotzdem habe ich die 100 Instagram-Follower einfach mal reingestellt für $5. Ich wollte mal gucken, was passiert. Und in diesem Forum ist die Methode wohl auch bekannt, weil mehrere Leute schreiben da, hey, Follower von AdMeFast, um den Leuten zu suggerieren, okay, das sind mehr oder weniger zumindest echte Menschen, wahrscheinlich mit dem Fake-Account, aber gut. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was passiert ist, nämlich genau gar nichts, weil wir ja viel zu teuer waren. Trotzdem wollten wir wissen, wie funktioniert denn dieser Mechanismus? Denn über PlayerUp ist es so, dass da ein Mittelsmann kommt, der sozusagen diesen Deal erstmal macht mit beiden Parteien. Also hat Chris sich einen Account erstellt am 3. August und hat mein Angebot einfach kaufen wollen. Und jetzt kommt 23 Tage später hat sich dieser Mittelsmann gemeldet und wollte mit uns beiden den Deal machen. Also es ist absolut unmöglich, dort was zu verkaufen, also effizient oder so. Okay, kommen wir zu den Fiverr-Dienstleistungen. Ich habe noch... Da bin ich jetzt richtig gespannt, was er angeboten hat. Nie vorher was verkauft, habe trotzdem einfach meinen Account genommen, in ein Verkäuferprofil umgewandelt und wir haben einfach mal die Expertise verkauft, aber nicht beworben natürlich, die wir auch wirklich haben, nämlich Thumbnails bei YouTube für $25, relativ Durchschnitt der Preis. Es hat 3 Wochen gedauert, bis ich realisiert habe, es ist nichts passiert. Fiverr bietet einem natürlich eine Menge Möglichkeiten an. Und das, obwohl man aus dem Thumbnail hätte sogar schließen können, dass er das ist und er jetzt schon nicht so unbekannt ist mit seinen 193.000 Abonnenten und ich glaube sogar noch mehr Followern auf Instagram. Aber wie gesagt, der Markt ist halt krass umkämpft. Da kann man teilweise deutlich einfachere, lostere Dinge anbieten und kriegt eher Verkäufe. An das Ganze zu pushen und sagt auch immer wieder, hey, teil das doch. Aber das sagen die Leute ja im YouTube-Video nicht und deshalb ist es auch nicht Teil des Experiments. Ich bin dann mit dem Preis runtergegangen auf insgesamt $5, weil tiefer geht es tatsächlich nicht. Und auch hier ist in einer Woche gar nichts passiert. Ja, dann habe ich mal mit einem Bekannten von mir gesprochen. Der hat einen Pro-Account bei Fiverr und ich weiß, der macht das auch sehr erfolgreich. Der hat auch mit mir schon mal zusammengearbeitet und habe ihn gefragt, hey... Warte. 18 Bewertungen, aber einen Pro-Account? Also kann ja sein, dass er seinen Job gut macht, aber... Irgendwie irritiert mich das gerade hart. Und ich weiß, der macht das auch sehr erfolgreich. Der hat auch mit mir schon mal zusammengearbeitet und habe ihn gefragt, hey, kann man sich eigentlich dort was aufbauen? Und er sagt auch zu mir, es ist super schwer, wenn man jetzt neu ist, weil es gibt so viele Dienstleister. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt einfach einen neuen Gig erstellst, bist irgendwie auf Seite 15, 20, 40, da guckt halt keiner hin. Ja, man braucht wirklich Rezensionen, man muss gepusht werden, man muss im Endeffekt Werbung schalten. Das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist, immer Ausschau zu halten, wenn eine neue Kategorie kommt, ja, das sieht man auch bei Fiverr, und dort direkt reinzugehen. Aber klar, da muss natürlich auch deine Expertise dazu passen. Trotzdem wollten wir es damit noch nicht auf uns sitzen lassen. Auch keine schlechte Idee mit den neuen Kategorien. Aber wie gesagt, es gibt halt auch noch ein paar Dienstleistungen, die schon wieder so wow sind, dass die halt wenig angeboten werden. Ich habe ja, wie gesagt, auch selbst dazu Videos gemacht und allein die Kurierdienste oder die App-Tests und so weiter. Und ich meine jetzt sogar die legitimen App-Tests, wenn man bereit ist, einfach nur eine App zu testen. Und dann gibt man nur 5 Sterne. Genau das gleiche bei Amazon-Verkäufen und den Bewertungen dazu. Das kriegt man da halt easy verkauft, selbst wenn man ein absoluter Niemand ist. Aber wie gesagt, dazu habe ich ja sogar Tutorials. Wir haben ihn einfach mal gebeten, jetzt am 19.10., also man muss dazu sagen, ich nehme das hier gerade um 22 Uhr am 22. Oktober auf, also vor 3 Tagen, einen Gig zu erstellen. Er ist Voice-Over-Experte und zwar zu Halloween. Das ist Nische, das ist momentan relevant, aber eben ein komplett neuer Gig. Das heißt, einer, der noch nicht beworben ist, den die Leute noch nicht kennen. Und wisst ihr, was in den 3 Tagen passiert ist? Genau, kein einziger Interessent. Okay, Methode Nummer 3. Wir wollen Musik hören und damit Kohle machen. Erstmal radioearn.com. Wir haben insgesamt 12 Punkte nach 12 Stunden Radio laufen lassen bekommen. 1000 Punkte brauchst du für $3 und ab $5 kannst du auszahlen lassen. Das heißt, wie gesagt, kurz, du brauchst 80 Tage dafür. Kannst das Ganze allerdings nebenbei in einem Tab offen lassen und du kannst es theoretisch auch muten.
Ja, das zweite war dann die Current App. Da haben wir nach einer Stunde 1166 Punkte generieren können. Hier kannst du nicht muten. Es gibt eine Mindestlautstärke. Ab 8000 Punkte kannst du insgesamt bei PayPal $1 auszahlen. Und bei Respondent, da gab es ja auch mehrere Videos zu, haben wir geguckt und es gab eben kein Musikangebot. Und das zieht sich so ein bisschen durch diese ganzen Schnell-Werde-Reich-Methoden. Meistens wird da was schön gerechnet. Ne? Da nimmt man beispielsweise bei Respondent jetzt ein Offer, was irgendwie juicy aussieht. Erstmal musst du das bekommen, was auch wieder super schwer ist ohne Rezension. Und dann sagt man einfach, okay, wenn du das jetzt am Tag 5 oder 10 Mal annimmst, gibt es halt gar nicht, dann hättest du Summe X. Ja, und jetzt zu Methode 4. Jetzt wird's spannend. Und zwar ein YouTube-Automation-Kanal. Wir haben einen gestartet nach dem letzten Fiverr-Experiment, was ja relativ gut bei euch ankam. Und auf diesem Kanal haben wir einen täglichen Upload seit über 2 Monaten. Ich habe das Ganze auch bei mir geshoutoutet und es ist halt so, dass wir noch ein komplettes Experiment dazu machen, aber so viel mal vorab. Erstmal musst du YouTube-Partner werden. Dafür brauchst du 4000 Stunden und 1000 Abos. Das geht, glaube ich, noch relativ klar, weil gut, er hat es jetzt geshoutoutet, dann ist es sowieso eigentlich ein No-Brainer. Das kannst du dann auch überhaupt nicht vergleichen mit jemandem, der komplett von Null anfängt oder selbst mit mir, der jetzt seine 2000 Follower auf YouTube hat und vielleicht 20.000 auf TikTok. Trotzdem, das kriegt man, glaube ich, noch hin. 1000 Abonnenten ist jetzt nicht so ein totaler Wahnsinn, vor allem, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt kann. 2 Wochen ist das nicht so wirklich machbar, aber wenn man ein Jahr Zeit hat, denke ich schon. Und Wiedergabezeit sollte da auch total klar gehen, weil die meisten Leute lassen halt einfach diese Musik laufen. Diese Tracks sind stundenlang teilweise. Also das geht da, glaube ich, echt ratzfatz. Vor allem die Wiedergabezeit, aber auch Abonnenten sollte man schon hinkriegen. Nur dann erstmal auf eine krasse Summe kommt, wahrscheinlich auch noch mit einem deutlich niedrigeren CPM als bei mir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht. Plus, um YouTube-Partner zu werden, die Videos kosten natürlich auch Geld. Wir arbeiten zum Beispiel mit jemandem zusammen und bezahlen die Person auch. Bei uns war das am 13. September soweit und seitdem verdienen wir jetzt etwas mehr als einen Monat daran. Wir haben einen CPM von 11,68. Oha! Also das passt schon zu meinem Rechenbeispiel, so ist nicht. Das geht immer noch auf, was ich vorhin gesagt habe. Trotzdem mehr als ich erwartet hätte. Ich meine, das ist ja schon mehr als die Hälfte von meinem CPM. Und zu meinem CPM haben schon viele gesagt, dass der übelst gut ist. So, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber ich habe das jetzt einfach mal geglaubt. Relativ gut ist. Kann man aber hier auch an dieser Stelle nicht einfach hochrechnen, weil der RPM, also das, was man ausgezahlt bekommt, oftmals viel geringer ist. So, und wie ihr jetzt hier seht, haben wir in diesem Monat Partner 2 bis 3 Euro mit den Top-Tracks gemacht und insgesamt 28 Euro. Wie auch in vielen Videos beworben, haben wir auch in der Description einen Digistore-Affiliate auf ein Sleep-Bundle. Das passt natürlich ganz gut zu diesen Regentracks, Gewittertracks und so weiter, die man nachts hört. Und da zeige ich euch auch mal, was in den 2 Monaten rumgekommen ist. Nämlich bei 180 Klicks auf den Link genau 0 Sales. Ansonsten hoffe ich wie immer, das Video hat euch gefallen. Tja, wundert mich tatsächlich nicht. Also, wenn man sich so einen Track anhört, dann will man einfach nur ein bisschen chillen, nebenbei Hausaufgaben machen oder so irgendwas, keine Ahnung. Und wird sich sehr wahrscheinlich auch nichts kaufen. Aber sonst finde ich die 28 Euro schon mal okay. Aber wenn man dann noch bedenkt, dass er jetzt da seine komplette Reichweite gepusht hat, er hat das schon 2 Mal in der Insta-Story gehabt, wo allein nur ich es mitbekommen habe. Er hat es in mindestens 2 YouTube-Videos erwähnt, auch schon hier vor, in mindestens einem oder glaubt sogar auch 2. Und dann ist es natürlich schon wieder was anderes. Und wenn er dann auch noch Leute dafür bezahlt hat, ja, also kann man durchaus mit Geld verdienen. Dauert aber, glaube ich, noch mal länger und ist noch mal schwieriger, als wenn man einfach einen ganz normalen YouTube-Account aufmacht und halt Videos über Themen macht, wo man Expertise hat oder die einen interessieren oder wo man irgendwas ausprobiert, testet, Tutorials macht, whatever, so wie zum Beispiel auch ich es mache. Alles in allem aber ein ziemlich interessantes Video, wenngleich auch eher weniger dabei ist, was wir jetzt vielleicht auch mal ausprobieren könnten. Das war's dann nun aber auch schon wieder für heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass liebend gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Twitch, um beim nächsten Stream direkt live mit dabei zu sein. Und falls du Bock auf noch mehr Videos haben solltest, dann check unbedingt mal meinen Hauptkanal aus. Dort lade ich nämlich jede Woche Videos zu Themen wie passivem Einkommen, Online-Geld verdienen oder auch Kryptowährungen hoch. Links zu beiden Kanälen findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.